Ja Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Neo Mario Galaxy, dem Hack von Super Mario Galaxy 2. Bevor es weitergeht, wechseln wir wieder zurück zu Mario, denn das ist der fünfte Part, sprich, wir haben unsere zwei Parts mit Luigi absolviert und ja, jetzt kommen wieder zwei mit Marios. Mit Mario. Ja, und wir machen heute weiter mit den Kometen und das sind tatsächlich einige, die wieder erschienen sind, unter anderem in der Gloomy Galeon Galaxy, wo einer erschienen ist und ich bin gespannt, was da schon passieren wird. Wird es wieder eine Zeitmission? Ich weiß es nicht. Ich hoffe persönlich nicht. Es ist wieder ein Prankster-Comet. Plundering the Purple Coins. Fuck. Oh nein, bitte nicht. Ja, komm, jetzt noch mit Zeitlimit, das wär's. Okay, nee, ich glaube nicht, dass das mit Zeitlimit ist. Schau dich das an, Alter, was da los ist. Ach, Mann. Wow, it's you, Mario, right? I'm the Toad Brigade Captain. On our Neo Galactic journey, we came across this gloomy cave. What an adventure. Okay, es ist keine Zeitmission. Okay, das heißt, wir können mit den lila Münzen wenigstens ein bisschen, ich sag mal, sanft umgehen. Aber ich merke schon, der meint das ernst. Der will mich... Oh nein, jetzt habe ich jetzt schon verkackt. Alter, nie. Schaut euch das mal an, wie viele lila Münzen das sind. Okay, ich warte, bis die Blume... Wobei, nee, ich sammle zuerst die im Schiff, komm. Ich glaube, es ist sogar klüger, zuerst die im Schiff zu sammeln, weil... Wenn ich am Schiff alle habe, dann, kann ich mir sicher sein, dass ich im Wasser keine vergesse. Weil das ist immer die größte Angst, die ich habe. Da hinten ist noch eine Eisblume. Ja, okay, ich muss da einmal rundherum laufen. Deswegen, wir holen erstmal die alle am Schiff. Das ist die bessere Entscheidung. So, das ist... Woher kommt der Fassi? Woher kommt der Fassi? Ist das denn ernst? Fassi, du kleiner Verräter. Gut, die habe ich. Ja, wir umgehen das kurz mal, den Fassi. Auf einfachste Art und Weise. Schnell, bevor er hochkommt. Da wäre er schon gewesen. Ey, der hat schon auf mich gewartet, ey. So, passt, die habe ich. Da unten sind auch noch drei. Und ich glaube, dann habe ich eh nur mal die, die da außerhalb sind. Ja, und der Rest wird unter Wasser sein. Ich bin davon ausgegangen, dass vielleicht ein Großteil unter Wasser ist, aber nee. Scheinbar hat er sich doch gedacht, die Hälfte mache ich außerhalb. Mehr als die Hälfte. Deutlich mehr als die Hälfte. So, na, geh doch raus, Mario. Digga, geh doch raus aus dem Wasser. Oder badest du so gerne? Ja, wahrscheinlich schon. Ich bevorzuge Duschen, also nee. Ich habe mal wieder bewiesen, wie geil ich bin. Alter, schaut euch das an. Ich kann mit dem Ding nicht mal umgehen vernünftig. Ja, damit habe ich es verdient, dass ich jetzt die lila Münze nicht sammeln kann. Wobei, ich kann sie sogar mit Schwimmen erreichen. Tatsächlich, ja, passt. Und wenn ich die jetzt nur mit Eis Mario erreichen könnte, wäre das mega scheiße. So, ich begebe mich schon mal in Position. So, Mario, weh, du machst jetzt den ähnlichen Scheiß. Ja, sieht gut aus, bis zu dem Zeitpunkt. Ja, wir haben's. Also, ich hoffe, dass wir's haben. Weil, falls wir jetzt alle heraus haben, dann, sind 72 außerhalb und 28 da unten. Wir schauen einfach mal. An der Stelle, was die Musik angeht, für mich hört sich die irgendwie so ein bisschen an, entweder aus einer Zelda-Geschichte, ein Remake, oder vielleicht sogar Pikmin. Ich dachte zuerst vielleicht auch Pikmin. Das erinnert mich sehr stark an den Wald des Anfangs. Ne, Blödsinn, Abschlussstelle, sorry. Aus Pikmin 1. Könnte aber auch irgendwie eine Musik aus einem Mario-Luigi-Spiel sein. Nein, die Muscheln haben ja auch welche, sehe ich gerade. Okay, dann könnte der Komet trotzdem noch ein bisschen länger dauern. Weil die ganzen Muscheln abzuklappern, das ist widerlich.
Vor allem, weil natürlich auch ein Fail passieren kann, nicht zu vergessen. Gut, da haben wir erstmal... Okay, die lasse ich jetzt erstmal links liegen. Weil wir müssen sowieso noch eine Runde drehen, weil hier noch viel mehr sind. Ja, okay. Nein! Nein, 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 das gibt's nicht, das gibt's nicht. Umdreh Mario, umdreh Mario, genau. Da wollte er gerade die lila Münze liegen lassen. An der Stelle, nice to know, man kann die Schellen hier, also die Muscheln, stunnen, indem man die mit einer roten abschießt. So, 88 habe ich gerade. Ey, das geht, der Blick von denen macht mir auch Angst. Jetzt fahre ich da. Ah, fahren vor allem, natürlich. Wir spielen ja gerade Mario Kart, nicht wahr? Jetzt rase ich in die da auch noch rein. So, ich brauche ganz dringend mal Luft und ich brauche ganz dringend eine Münze. Wäre nicht schlecht. Mach auf, komm. Das Problem ist, die lila Münzen sind halt leider kein Ersatz dafür. That's the problem. War nicht irgendwo ein roter Panzer da vorne ist einer? Ja, zwischen den Teilen ist auch noch was. Passt, die haben wir ruiniert. Jetzt sind die wieder da. Och komm. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Ich will mich gar nicht mit denen anlegen, ne. Vor allem nicht, wenn ich einen Lebenspunkt habe. Ich bin ganz friedlich. So, und jetzt ist die Frage, gibt es noch weitere vier Muscheln, die Münzen haben, oder habe ich irgend... Achso, ne, Blödsinn, da hinten, aber die einen habe ich ja liegen lassen. Weil ich ja sagte, ich komme nochmal vorbei. Wie waren das? Drei Münzen. Ne, vier Münzen, die uns fehlen. Na passt, dann haben wir den Stern. Ich hatte schon Angst, dass mir wieder eine oder so fehlt, und zwar an der dümmsten Stelle überhaupt. Aber nein, die Sorge wurde mir gerade genommen. Ja, aber ansonsten eigentlich ein geiler Komet. Ohne Stress und hat mir gefallen. Wie gesagt, ich hoffe noch immer, dass die eventuell daran gedacht haben, den Schatten-Mario mit einzubauen aus dem ersten Teil. Weil wenn der wirklich dabei ist, dann best hack of all time. Ich meine, die haben mich jetzt schon überzeugt mit dem Sunshine-Remake, den wir beim letzten Mal gespielt haben. Wo ich halt wirklich die ganze Zeit nur mitgesungen habe, man muss einfach sagen. An der Stelle, ich werde heute vielleicht auch mitsingen, je nachdem, was für ein Komet jetzt kommt dann. Und wir sind schon wieder unten gelandet. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt fast nach jedem Stern so sein, oder nach vielen Sternen so sein. Weil, logischerweise, bei 42 Sternen und bei, ich glaube, 20 Sachen, die man da kriegen kann, oder 25 Sachen, ist das halt gar nicht so unwahrscheinlich. Das Schiff wird sich relativ schnell füllen. Oh, one of my little guys is back. I was wondering what happened to the little fella after he fell off. He built a ship to get back, huh? That's my crew for you. Hmm. Oh, those guys are all friends of yours, right? If you ever want to visit the ship, you can get there with the warp pad. Ja, okay, also jetzt haben wir das auch schon mal freigeschaltet. Der Yoshi wird noch fehlen, zum Beispiel die Wolkenblume am Deck. Da gibt es schon noch einiges, was noch kommen wird. Jetzt kriege ich erstmal mein nächstes One-Up. Was ich auch, glaube ich, gut brauchen kann. Wir wissen ja nicht, was da alles noch auf uns zukommt. Und vor allem, was die Kometen für uns auf Lager haben. Da unten ist auf alle Fälle der nächste in der Eep-Beep-Galaxie. Ich hoffe, dass die Lags, by the way, jetzt nicht auftreten, weil sonst wäre das relativ dämlich. Und dann müsste ich ja halt kurz cutten. Was haben wir denn hier überhaupt? Purple Coin Dance. Es geht weiter mit lila Münzen. Das sieht schon mal gut aus, was Lex angeht. Mhm. Scheint sich gelegt zu haben. 3 Minuten! Ja gut, man kann nicht jede lila Münzenmission einfach machen. Ich glaube, das war gerade ein bisschen dumm. Ich hätte Zeit sparen können. Und eine Frage, die sich halt für mich bei der Wii noch stellt, ist, sind es genau 100? Und hier ist gerade ein Soundbug. Hier kam gerade kein Ton.
kann natürlich gegebenenfalls sehr gefährlich sein. So, wie machen wir das hier? Ja, ich habe schon eine Idee. Hier kommt es, glaube ich, eher viel mehr auf Taktik drauf an, wie man halt die Dinge einsammelt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, komplette Fail-Taktik. Komplette Fail-Taktik, aber ich lebe noch. Und mein Finger hört nicht an, einzuschlafen. Das geht mir halt fett auf die Nerven. Das hatte ich, by the way, schon im letzten Part, das Problem. Ah, verflucht. Nein, jetzt habe ich da Münze übersehen. Oh, jetzt falle ich wieder runter. Gibt's das auch? Wir haben zwar schon 70, aber trotzdem, hier kommt noch ein bisschen was. Und es ist dann nur mal eine Minute. Also es ist kein lupenreiner Durchlauf. Oh nein, stimmt, jetzt kommt der Part. Puh, das war knapp. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh mein Gott, ich lebe noch. Oh! Aber ich musste da jetzt riskieren. Die Galaxie ist leicht anders, sehe ich gerade. Also der Part mit der Sternmunze wurde natürlich weggelassen. Perfekt. Ich hab's noch geschafft. Also der Stress war unnötig, aber ich hatte halt eben noch den ganzen Part mit der Sternmünze da so im Kopf und daneben diese Kurve da. Deswegen, ich dachte schon, dass es jetzt knapper wird, aber ja. Es waren genau 100 Münzen und wir haben alle gesammelt. In einer leicht verkürzten Version. So, wenn wir den Stern auch haben, ist das schon mal nice. Als nächstes müsste, glaube ich, die Boss-Ding kommen, oder? Diese, also mit den ganzen, Gegnern. Die Gegner-Galaxie. Wie hieß die nochmal? Wartet. Battle Blast, genau. Ja, und dann eben noch unsere schöne Nostalgie-Galaxie aus Sunshine. Ja, Battle Blast. Ja gut, da kann man am ersten, glaube ich, einen Zeitkometen machen. Dass man halt, alles auf Speed aufbaut. Wird wahrscheinlich auch so sein. Ja, sicher Speedrun. Ey, also ganz ehrlich. Besser kann man das auch gar nicht nutzen. Dafür ist der Komet perfekt da. Wobei, ja, gut. Ich möchte an der Stelle mal erwähnen. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, ein Risiko zu machen. 5 Minuten und 50 Sekunden habe ich. Ja, die meisten Angst habe ich natürlich von diesem scheiß blauen Beutel und natürlich vom Bossgegner selbst. Vor allem, ich gehe stark davon aus, natürlich, weil es ein Komet ist, es gibt keinen Checkpoint. Das heißt, sollte ich am Schluss verkacken, dann, ja, habe ich ein Problem. Dann kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Aber hey, wir sind so einen Stress doch schon gewohnt. Und vor allem, wir nutzen das Ganze eh nochmal aus, weil wir wollen ja auch sowieso wieder Sternteile kriegen, ja. Das wäre halt der einzige Vorteil, wenn ich da verrecken würde jetzt. Es wird meinen Nerven nicht gut tun, aber ich krieg Sternteile. So, das war der letzte von den Vieren. Ja, super, wow, und ich schädige mich erstmal selbst. Gut, das heißt, im nächsten Planeten, was war das? Genau, hier kann ich erstmal Münzen, Leben regenerieren. Vorausgesetzt wird mir zugelassen, ja, wird mir. So, den brauche ich. Irgendwo ist noch einer hier. Da ist sogar noch einer. Ja, gut. Das sind die restlichen. Den. Und den noch. Und dann haben wir es. Perfekt. Wo ist der Schlüssel? Wo ist er? Ja, gut. Da musst du jetzt raten, ob du in die eine Richtung läufst oder die andere. Wahrscheinlich war er genau hinter mir. Rein aus Interesse, ist der Special Star noch da? Nee, der ist nicht da. Also der Secret Star. Ja, passt. So, und jetzt kommst du.
Genau von dem Kerl. Nein! Er ist mir genau in die Arme gelaufen und ich nutze es nicht. Ich hab ihn. Vernichten sollte ich ihn halt auch. Wenn sich der jetzt noch aufgerichtet hätte, dann hätte ich mich auf mein Leben gehasst. So schnell weiter. Ja, natürlich, der... Ach, stimmt, Leute, das sehe ich jetzt erst. Das Pilzschiff ist gar nicht da, wo der Checkpoint drauf wäre. Also, ich habe echt an alles gedacht. Aber ich schlag mich relativ gut. Ja, gut, den habe ich wieder verfehlt. Jetzt. So, das nächste waren, glaube ich, die Vögel. Genau. Ah, verflucht. Ich glaube, dann kam eh schon der Bossgegner. Gut, du bist auch weg. Ja. Dich noch. Komm her da. Ja, passt. Ich glaube, jetzt kommt eh schon der Bossgegner, oder? Nee, Blödsinn. Stimmt, da gab es Fledermäuse ja auch noch. Das ist so eine Galaxie, kann ich einfach nicht merken. Aber das war ursprünglich bei dieser einen Galaxie im zweiten Teil auch schon der Fall. Da konnte ich mir auch nie merken, was da eigentlich alles noch kommt, weil halt zu viele verschiedene Planeten. Ich glaube, jetzt kommt der Gegner, oder? Nee, Blödsinn, jetzt kommen die Kamiks ja noch. Und hier fehlt natürlich auch der Checkpoint. Ach, verflucht. Kommt er her? Ja, kommt er. Ich hatte gehofft, dass alle beide in die gleiche gehen. Ja, super. Aber jetzt. Ich meine, seine Münze brauche ich eh nicht unbedingt, weil im Kampf kriegt man genug. So, jetzt habe ich 2 Minuten Zeit, um den Kerl zu besiegen. Nicht mal 2 Minuten. 1:50 sind's. Wichtig ist, bei den ersten beiden hatte ich ja keine Probleme, aber die letzte Stufe darf nicht schief gehen. Let's go. Einfach riskieren. Das ist das Beste, glaube ich, was man hier machen kann. Weil was auch Sinn ergibt, weil die Dinger kann man eh sofort zerstören, wenn man auch nur still steht. Also, der ist allgemein falsch programmiert von, Fuck. Das habe ich jetzt verpennt. Ja, es stunt. Ja. Zweites Leben weg. So, und jetzt das letzte noch mit den Kanonen. 1 Minute. Keine 3 Fails wie beim letzten Mal. Ich hab's! Oh mein Gott, der Hechtsprung war Legende gerade. Dieser Hechtler hat mich gerade gerettet, weil ich wäre wieder weggebounced. Was ist das gerade? Ist das ein Audiobug? Ja, ist ein Audiobug. Ja, es war ein Audiobug gerade. In der Wiederholung, alles klar, ihr habt das gerade gehört. Das war ein fetter Audiobug. Aber ja, kommt vor. Gut, und ich glaube, wir haben so noch genug Zeit, um den letzten Kometen zu machen. Ja, wir haben auf alle Fälle genug Zeit, weil das ist bis jetzt meine Lieblingsgalaxie, die jetzt als nächstes kommt. Ihr wisst es ganz genau. Und wir mittlerweile schon wieder 566 Sternteile angehäuft, also keine Ahnung, aber diese Battle Blast Galaxy, die ist halt echt nicht normal, was das angeht.
Also sollten wir Sternteile brauchen oder ich sollte auch schon welche holen müssen, dann weiß ich, in welcher Galaxie ich das tue. So, was haben wir hier? Endless Twisting and Clones. Oh ja, Clones! Aber Endless, das ist das Problem. Ja, also das heißt, es ist nicht dieser normale Schattenmari mit dem Wettkampf, sondern es ist leider der normale Klon, wahrscheinlich. Ja, tatsächlich, mal jetzt auch an der Musik. 2 Minuten 30 Zeit. Ja, da ist es. Ja, aber hey, dafür ist es die Schattenmari-Mücke aus dem ersten Teil vom Wettkampf. Ich bin ein Vollidiot. Ich hatte es gerade zu eilig. Ich hatte es gerade viel zu eilig. Ich hatte es gerade einfach viel zu eilig. An der Stelle für alle, die die Galaxie kennen sollten. Aus irgendeinem Grund. Also für alle, die die Parts davor nicht gesehen haben und meinen, sie kennen diese Galaxie. Alter, komm, warum falle ich da schon wieder runter? Ah. Also für alle, die die Galaxie kennen sollten und meinen, die kommt aus einem anderen Spiel. Ja, das ist der Special Curse aus Mario Sunshine, Bayer Paradiso. Das ist jene Welt, die man mit dem Blick in die Sonne betreten konnte. Bei dem einen Portal. Ja, ich weiß das ganz genau, weil logischerweise, wenn man das Spiel 20 Mal durchgespielt hat, komplett, dann... Scheiße! Ja, Alter, komm! Warum muss ich jetzt so reinscheißen? Nicht in meiner Lieblingsgalaxie bisher. Bitte komm. Das hat mit Luigi besser hingehauen, tatsächlich. Das war schon wieder knapp. Mann, mach doch den Wandsprung! Was ist dein Problem? Wieso will der den nicht machen? Und dieser scheiß Kamera-Switch davor, der geht mir mindestens dreimal so viel am Sack. Warum, Mario? Warum? Das kannst du mir... Warum? Warum, Leute? Das hat, ihr habt keine Antwort darauf, oder? Der Luigi hätte den gemacht. Der Luigi hätte den gemacht. Aber Mario denkt sich so, Wandsprung braucht ja keiner. Ich meine, ist ja heutzutage überbewertet. Ja, leck mich komm, jetzt haben wir es so gemacht. Stimmt, da konnte man ja seitlich auch lang. Was soll dieses hässliche Zeitlimit eigentlich? Ja, so lang ist die Galaxie nicht, dass man da jetzt 3 Minuten braucht. Ja gut, das wird... Das ist jetzt ein Problem, genau. Weil mit Wandsprüngen hat es ja Mario gerade nicht so, wie wir gesehen haben. Ja gut, hier hat es geklappt. Ey, Mario, ganz ehrlich, also den lasse ich von seitlichen Wandsprung ab sofort weg. Der hat keine Berechtigung mehr, diese auszuführen. Ja, der soll einfach bei seinem Rückwärtssalto da bleiben. Nein! Bro, gib dir Mühe. Und wie, der Goomba hat mich jetzt runtergehauen. Ja gut, 1 Minute, ey, was beeile ich mich eigentlich? An der Stelle mit Dreck weg ist das ein bisschen einfacher. Lol, hey, die geht weiter. Ah, die geht weiter, die Galaxie. Da ist noch gar nicht zu Ende. Der hat die verlängert. Tatsächlich. Lol, er hat die Sterne auch aus Mario Sunshine mit reingenommen. Okay, das gefällt mir. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass er die verlängert hat. Okay, das hat jetzt immer mehr Feeling nach Arcade 2. Ich bin tot.
Oder? Nee, ich lebe noch, ich lebe noch. Bruder, beeil dich! Nein! Warum hat er die verlängert? Damit hatte ich... Das hatte ich ja gar nicht am Schirm. Dass er die nochmal verlängert hat. Aber ich kann nicht mal gucken, das macht ja keinen Sinn. Okay, überall womöglich Zeit sparen jetzt. Das war gut, das war gut. Die Aktion. Ey, da haut der meiner der verlängert ja meine Lieblingsgalaxie jetzt nochmal mit weiteren Mitteln aus anderen, also mit weiteren Elementen aus Mario Sunshine. Das finde ich cool. Mario, Mario, das ergibt. Mario, du kriegst eine Anzeige. Fuck you! Wer hat den programmiert? Diese Flachzange kann nichts! Jetzt war ich wieder zu schnell da. An der Stelle, ja, ich weiß, man könnte das auch mit dem Dreisprung machen, aber... Glaub mir, Mario hat gerade ganz andere Sorgen. Mein Komiker, der nicht mal den Wandsprung beherrscht, für das, dass er eigentlich dafür bekannt ist, als Klempner überall hinzuspringen. Jetzt krieg ich auch noch ne. Mann! Vergesst es, ich kann mich wieder töten. Ja, ich krieg sowieso wieder aufs Maul. Das kann nicht sein! Also wenn ich jetzt Game Over gehe, ausgerechnet in der Galaxie, dann ist es für mich vorbei. Also dann gehe ich mich erstmal betrinken, weil das kann nicht sein. Das kann nicht sein, was dieser Mario für eine Flachzange ist, einfach wirklich, ich sag das jetzt wirklich einfach bewusst. Und ich sage jetzt die ganze Zeit auch die gleiche Beleidigung, wenn wir sonst andere Sachen auskommen würden. Und das will ich nicht. Es kommt vielleicht noch irgendwann Eltern mal her von irgendwelchen Zusehern, die halt wirklich mal jünger sind. Und dann heißt es automatisch, ja, der ist schädlich für dich. Nee, danke, ganz ehrlich. Ja gut, okay, dann schaut meine Videos von früher besser gar nicht. Weil da wollte ich gar nicht wissen, was da teilweise abgegangen ist. Aber trotzdem, das, was hier gerade passiert, das ist... Alter, was war daran jetzt so schwierig? Wie gesagt, es hat mich halt, ich habe mir halt auch allgemein ein bisschen mehr Zeit gelassen, glaube ich auch deshalb, weil ich davon ausgegangen bin, dass der die Galaxie nicht verlängert hat. Vor allem, wer denkt doch an sowas? Es ist mal klar, dass sie leicht verändert ist, aber... An sowas denkt halt keiner. So, jetzt habe ich wieder 15 Sekunden mehr Zeit. Ich glaube, vorher hat hier schon der Alarm geschlagen gehabt. Und vor allem, was hier jetzt kommt, ist ja sowieso abnormal. Also das ist gar nicht mehr so einfach. Vor allem, die Sterne sind auch voll klein gerade. Genauso wie der Rest von dem Ganzen hier. An der Stelle, der war gerade weiß, also der hatte, glaube ich, gerade... Kacke! Okay, ich bin durch. Ist da endlich das Ziel? Ja, danke! Okay.
Ja gut, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Überlänge. Das tut mir an der Stelle natürlich leid, das ist der erste 30-minütige Part wahrscheinlich. Ja, aber das hat mich gerade echt frustriert, was hier passiert ist. Mario, du bist einfach eine Null, was Flachzangen angeht, genau. Ich bin auch schon so blöd, was Wandsprünge angeht. Ja gut, er ist ein Klempner, wahrscheinlich hat er auch mit Flachzangen keine Erfahrung, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja gut, Leute, dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.